Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Paulina von Packfilms und ich erzähle euch heute etwas über einen meiner Lieblings-Ads, die wir jemals gemacht haben. Und zwar der über die Hundebetten von Knuffelbund. Please clear the set and action. Wie der Name verrät, haben wir an diesem Drehtag natürlich auch mit einem Hund gedreht. Wichtig zu wissen ist, bei den Aufnahmen mit Hunden, genauso wie mit Tieren, dass sie eine viel, viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als ein erwachsener Mensch. Dementsprechend dürfen die Drehtage auch nicht länger als einen halben Tag sein. Was man bei dem Dreh mit Tieren unbedingt beachten muss, ist, dass für jede Tierrasse ein Sachverständiger da sein muss. Wir haben ein echt cooles Team, mit dem wir inzwischen auch schon mehrere Filme umsetzen durften. Und da hat wirklich alles reibungslos funktioniert. Der Dreh hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir konnten das Ganze auch an einem Ort durchführen, den wir inzwischen in unser Portfolio aufgenommen haben, genauso wie die Darstellerin und den Hund. Schaut euch das Video gerne mal an. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first day. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Real good morning. Also ich finde ja, unsere Frieda ist ein Topmodel. Was aber echt super wichtig ist und was man mit dem Kunden auch vorab kommunizieren muss bei der Arbeit mit Tieren am Set, ist, dass man nicht konkret eine Szene festlegen kann, was jetzt zum Beispiel das Tier machen muss, sondern man macht eher so Vorschläge, was denn sein könnte, dass das Tier macht. Zum Beispiel, ob das Tier bellt, ob das Tier Pfötchen gibt, ob das Tier was isst und dass man eins von diesen Szenen dann in das Endprodukt einbaut. Und wir versuchen das dann natürlich auch an dem Drehtag abzufilmen. Frieda ist da echt super, die hat uns alles gegeben, was wir auf unserer Liste hatten, ist aber nicht unbedingt immer so. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man das vorher konkret auch kommuniziert hat. Wir haben versucht, die Atmosphäre am Dreh so entspannt wie möglich zu halten. Denn Hund und Darstellerin kannten sich nicht und der Ort war ja auch fremd. Aber dazu kann euch unsere Darstellerin Clara auch noch ein bisschen mehr erzählen. Grüßt euch alle miteinander, ich bin die Clara, ich bin aus Belzi und... Hallo, ich bin Clara. Ich bin seit ein bisschen über einem Jahr in dem Cast von Packfilms und war jetzt schon bei einigen Videos dabei. Und da wollten wir heute mal erzählen, wie es so gelaufen ist. Bei dem ersten Video für Knuffelwurf war ich gespannt, wie das läuft mit dem Hund, weil ich noch nie mit dem Hund gedreht habe und man da ja auch nicht so richtig vorhersehen kann, wie man es macht. Aber es hat schon mal ganz normal angefangen. Also ich bin 2 Stunden vorher da gewesen, bin geschminkt und fertig gemacht worden und es war insgesamt ein halber Drehtag. Und da war ich mir am Anfang nicht sicher, ob man es in einem halben Drehtag schafft. Ging aber echt gut, weil die Frieda sehr, sehr gut mitgemacht hat. Das muss man auch dazu sagen. Also die Frieda hat auf die Leckerlis ist immer sofort angesprungen. Und die musste man dann einfach nur irgendwo platzieren, damit möglichst wenig die Kamera sieht, dass gerade ein Leckerli irgendwo hingehalten wird. Und es so ausgesehen hat, als würde die Frieda mit mir interagieren. Hat aber sehr gut funktioniert. Ich bin für den Dreh angefragt worden. Dann habe ich erstmal das Storyboard zugeschickt bekommen. Also dann konnte ich mir so anschauen, wie der Film ungefähr ausschauen soll, was so für Szenen dargestellt werden. Und genau, es hat mir total zugesagt. Deswegen habe ich dann auch gleich gemeint, dass ich gerne mitmachen würde. Dann habe ich nochmal eine komplette Liste gekriegt mit dem Tagesablauf, dass ich eben 2 Stunden vorher da bin, dass ungefähr ein halber Drehtag geplant ist und so weiter und so fort. Und auch mit der Auflistung von den Zeiten von den anderen, damit ich weiß, dass die Crew schon ein bisschen früher vor Ort ist, falls ich bisschen früher da sein wollte und genau, dass auch für die Frieda immer jemand da ist, also nicht nur die Besitzerin, sondern auch eine Hundeexpertin und sich da eben gekümmert wird, also dass auch in den Drehpausen jemand nach der Frieda schaut und ich kurz irgendwie ein Glas Wasser trinken und entspannen kann. Genau, das war ganz gut. Die Frieda war sehr aufgeweckt und es hat echt Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Es ging auch wirklich viel schneller als gedacht. Also ein paar Szenen musste man 1-2 Mal drehen und dann war es schon fertig, weil Frieda einfach gut mitgemacht hat und mit den Leckerlis und auch immer mit der Besitzerin zwar auf sie geschaut hat und auf sie reagiert hat, aber nicht die ganze Zeit jetzt vor mir weggelaufen ist, sondern dann wirklich gut mitgemacht hat. Ja, und deswegen, also es hat sehr viel Spaß gemacht und war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Uns hat der Dreh super viel Spaß gemacht und wie man sieht, dem ganzen Team auch.
Und als Cherry on top war unser Kunde mehr als zufrieden und hat ein paar Monate später weitere Videos in Auftrag gegeben. Mehr dazu im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt, und wir beantworten euch diese gerne. Oder teilt uns auch eure Erfahrungen, falls ihr selber schon mit Tieren am Set gearbeitet habt. Lasst uns ein Like da, folgt uns und schaut euch noch die ganzen anderen Videos an, die wir haben. Danke und bis zum nächsten Mal.